So, meine Damen und Herren, ich habe hier nochmal Schrott aus China. Den habe aber diesmal nicht ich mehr bestellt, sondern Melli. Die hat bei Instagram, da kriege ich schon wieder. Na, ich habe das Internet vorher Ja, gesehen. aber du hast es auch bei Instagram gesehen. Ja. Und das ist so eine magische Windmühle. Die sehen auch total toll aus im Internet. Und wenn die funktionieren, ist das auch super. Ja, die hat sich dann so ein Ding bei eBay bestellt, aus China, für ungefähr 20 Euro. Sag mal an, was das für eine Qualität ist. Hier ist schon alles voll mit Rost Und bewegt ihn nicht und mehr. bewegt sich nicht mehr. Ich kann hier jetzt nicht so Gewalt aufwenden, weil das Ding müssen wir aber vielleicht noch zurückschicken. Aber ich meine, da packt Wind dran und ich übe jetzt Gewalt aus. Es geht, es bewegt sich nicht. Das ist alles auch nicht gelagert, das ist alles Müll. Das ist hier alles korrodiert. Wenn man das vernünftig macht, macht man das mit irgendwelchen Metallkugellagern. Und hier hat sich auch schon was abgelöst. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Chinesen, ob die eine Cola-Dose nehmen und das ausstanzen. Hier ist noch mehr Rost Das drauf. ist Ja. wirklich, lass die Finger von so einem Scheiß. Das ist traurig, das ist schade, ärgerlich. Da habe ich was im Internet gesehen. In Holland bei Groningen kannst du was aus Edelstahl für 50 Euro bestellen. Dann kann man besser das bestellen und hat jahrelang was davon. Genau. Ne? Das ist, was ich meine. Man kriegt auch hochwertige Sachen aus China. Absolut richtig. Aber das ist, wenn man immer am letzten Cent sparen will. Wenn man sich denkt, boah, ich muss irgendwas haben, das muss möglichst billig sein. Gibt lieber ein paar Euro mehr aus. Ganz ehrlich, ich persönlich, ich würde zum Metallbauer gehen. Würde mir so ein Ding aus Edelstahl bauen lassen. Oder aus irgendwelchen anderen hochwertigen Materialien. Dann kostet das Scheißteil halt 300 Euro, aber das hält ein Leben lang. Und die Moral von der Geschichte, was ein Influencer in die Kamera hält, das kauft man meistens nicht. Und Entschuldigung, ich will nicht über die Influencer herziehen, aber wirklich, das meiste, was sie in der Kamera halten, Ich habe noch das was ist gesehen. Müll. Das Ja, noch so ein Schrott, wenn wir dabei sind. ja. Wo hast du das gesehen? Hier. Ich habe ja lange blonde Haare und man duscht ja schnell und denkt, ach, die Haare trocken. Damit soll man dann das aufsetzen und dann sofort trockene Haare haben. Also, ich habe das ein paar Mal aufgesetzt, danach hast du immer noch nasse Haare. Ja, und was macht man Also, damit? als Putzlappen benutzen jetzt. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, es gibt auch Produkte von irgendwelchen Influencern, die bestimmt gut sind. Aber wenn Metallbauer Influencer ist und der hält sowas in der Kamera, dann glaube ich ihm das. PC-Bereich, wenn der Roman Hartung, der Bauer, was vorstellt, oder ein Igor Walosek, Leute, die sich auskennen, den glaube ich. Aber wenn Igor Walosek oder ein Roman, also Hardware-YouTuber, wenn die plötzlich irgendwelche Beauty-Scheiße vorstellen würden, das würde ich denen auch nicht glauben. Deswegen lasst euch nicht verarschen. Macht euch euer eigenes Bild. Geht zum Beispiel für sowas in ein Metallbauforum und holt euch eine Anleitung. Baut euch den Kram selber. So, das war's. Ich habe schon wieder gemeckert und ich krieg schon wieder Plack bei so einer China-Scheiße.